Das soll also unser Haus sein am heutigen Tag. Oh mein Gott. Und da sitzen wir schon davor. Leute, was geht hier ab? Bevor das Spiel beginnt, müssen wir erst einmal einen Spielmodus auswählen. Ich würde sagen, Roman, wir spielen Duos, oder? Die meisten Leute voten für Duos. Yeah, yeah, Duos. Come on, Duos, Duos. 9 Votes, 8 Votes, 9 Votes. Roman und ich können ein Team bilden. Wie cool ist das denn? Warte mal, wir müssen uns wählen. Geh am besten, ich komme gleich zu dir, ja? Okay. Klick auf jemanden, um ein Team anzufragen. Okay. Warte, nicht bewegen. Ich habe angenommen. Dann setz dich mal wieder hin. Ich glaube, es geht gleich los, Roman. Wir müssen uns wieder hinsetzen? Ja, ich denke schon. Alright. Bestimmt passiert gleich irgendwas. Oh mein Gott. Okay. Also, viel Glück. Das Spiel wird jetzt beginnen. Ich habe voll süße Bärchenschuhe an. Hast du das mal gesehen? Nein, aber ich glaube, wir haben jetzt beide einen grünen Namen. Kann das sein? Nee, ich habe was Pinkes über meinem Namen. Achso, du hast auch was Pinkes. Okay, ja, sehr gut. Ja, wir können uns die Namensfarbe quasi aussuchen, aber das ist die Teamfarbe, die über uns ist. Dann pink bei uns. Das heißt, alle anderen sind unsere Gegner. Und es geht los in 2 Sekunden mit der ersten Runde, nehme ich zumindest an. Ja, was passiert? Was werden wir spielen? Okay. Diese Competition wird Stratosphäre genannt. Ach, Stratosphäre. Bleib über den Wolken so lange, wie du kannst. Die Wolken können verschwinden und ja, dann kannst du natürlich runterfallen. Falls du runterfällst und Leben verlierst, dann bist du raus aus dem Spiel. Und wir müssen beide drin bleiben, Roman. Der Letzte, der hier stehen bleibt, gewinnt. Okay, alles klar. Okidoki. Ah, da gehen die Wolken weg. Ja, die Wolken gehen weg, da musst du einfach nur aufpassen. Warte mal, das heißt, wo die Leute langlaufen, gehen die weg? Wieso läuft der eine da so langsam? Okay. Nee, die gehen nicht da weg, wo du läufst, sondern die gehen einfach random weg. Gehen einfach so weg, ne? Du darfst halt einfach nicht runterfallen, ja. Kann man über eine Wolke springen im Notfall? Wahrscheinlich schon. Ich würde es aber erst gegen Ende ausprobieren. Oh mein Gott. Wenn du auf irgendwas bist, du kriegst Langsamkeit, wenn du auf eine falsche Wolke trittst. Aufpassen, Freunde. Da! Junge. Genau, da hatte ich gerade Angst vor. Da hätten wir sonst Langsamkeit bekommen, wären wir da drauf getreten. Aber wir sind noch am Leben. Sind alle noch am Leben? Das ist so krass. Ich glaube, ich bin auf einer Wolkeninsel gelandet. Aber es sind schon einige raus jetzt mittlerweile. Hi. Ein bisschen schon, ne? Hi. Das sind Gewitterwolken. Guck dir das mal an, ey. Das ist echt Gewitterwolken, ziemlich nice. Normale Wolken. Es darf mit dieser Wolke hier nichts passieren, sonst sind wir. Oh oh. Nein, ich habe Langsamkeit. Oh oh. Bitte nicht. Oh nein, easy. Verlier kein Leben. Ich will kein Leben verlieren. Du darfst kein Leben. Oh Gott, hier rüber. Oh Gott, Freunde, nein, es regnet alles. Ich bin eingefroren. Nein, ich bin runtergefallen, weil ich eingefroren bin. Oh nein. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin soll. Ich kann halt nirgends mehr hin. Wenn jetzt mit dieser Wolke was passiert, ich weiß auch nicht, was die Farben bedeuten. Es ist 1-1, Izzy. Die andere gegen dich. Echt jetzt? Ja, aber die andere ist gerade gestorben. Ich hab gewonnen. Yeah, wir haben gewonnen. Cool, great job. Du hast die Competition gewonnen. Nun wirst du 2 andere Spieler nominieren, die rausfliegen. Wen will ich denn? Ich will, dass dieser Aerosolino, der soll rausgehen. Okay, Leute, es geht los. Ich kann jetzt Spieler nominieren, die rausgewählt werden können. Ich habe gerade auf jemanden geklickt. Die ersten, die nominiert werden. So, es geht weiter und jetzt kommen die nächsten. Dieser Dad-Typ und Aquatic Spooky Ernesto. Warte mal, der Dad-Typ und... Oh, ich kann nicht so schnell rum und ich finde die nicht. Oh, er hat jetzt einfach irgendjemanden genommen. Die habe ich gar nicht angeklickt. Aber die sind jetzt einfach nominiert. Egal, dann ist es eben so. Ich habe mir gedacht, ich vote eher die Zweierteams raus, Roman. Dann haben wir nämlich eine bessere Chance zu gewinnen. Es gibt nämlich auch Einserteams hier bei uns gerade. Nee, du kannst noch nicht voten. Ich glaube, das kommt erst, nachdem der Timer abgelaufen ist. Ach so, okay. Nee, also müssen wir noch einen kleinen Moment warten. Eine Sekunde. Kann man, glaube ich, voten. Und jetzt wird gevotet? Jetzt wird gevotet. Ah, nee, jetzt kommt schon ein neues Spiel. Nein, das nächste Spiel kommt. Okay. Was passiert denn jetzt hier? Versuche, den Holzstücken auszuweichen, die da jetzt aus dieser Laderampe kommen. Wenn du die Säge berührst, dann bist du raus, logischerweise, weil du wirst dann zersägt. Das ist nicht so gut. Die letzte Person, die da stehen bleibt, gewinnt das Spiel. Okay, nice. Okay, dann wollen wir mal. Let's go, let's go, let's go. Also ich nehme an, das wird wie so ein Laufband sein und wir müssen bestimmt laufen. Aber irgendwie? Ja, jetzt. Da kommt das Holz. Das ist bestimmt, das wird bestimmt schneller, meinst du? Ja. Natürlich wird das schneller, als ob das so langsam bleibt einfach. Keine Ahnung, ich würde gern runter. Ich möchte nicht zersägt werden. Muss ich über das auch drüber springen? Ich weiß es halt nicht. Oder kann man auch seitlich ausweichen? Nee, man kann auch seitlich ausweichen. Ja, ich laufe die ganze Zeit seitlich an denen vorbei eigentlich. Okay. Ich springe lieber drüber, ich habe ein bisschen Angst. Prinzipiell ein bisschen. Ja, du kannst ja auch rüberspringen und so. Hm. Ich habe das Gefühl, das wird schon schneller.
Ja, es ist ja auch, glaube ich, schon schneller geworden. Ha. Hui. Leben noch alle anderen? Oh Gott, ich glaube, der neben mir ist raus. Den sehe ich schon gar nicht mehr. Oh nein, ich bin... Was ist los? Ich bin hingefallen. Oh nein, ich bin Nein, gestorben. Du bist auf so ein Holz gekommen? Ich bin auf so ein Holz gekommen, ja. Wenn du das einmal berührst, dann fliegst du sofort um. Oh nein. Da musst du aufpassen. Das ist nicht gut. Und dann bist du draußen, oder was? Ja. Da musst du wirklich aufpassen. Oh nein. Der andere springt mit dir immer noch. Oh, du bist auch Nein, umgefallen. Ich bin zersägt worden. Mist, es waren so viele Holzteile. Oh. Mist, okay. Du hast die Competition leider nicht gewonnen und dadurch kannst du auch ausgewählt werden, zur Nominierung aus diesem Haus zu fliegen. Oh nein, ich will nicht von der Hausparty fliegen. Ich finde, das ist die coolste Hausparty, auf der wir jeweils waren. Okay, Leute, alle herzlich willkommen zur Competition. Also jetzt wird ausgewählt, wer rausfliegt. Diese eine Person hat da jetzt die Kraft, jemanden zu nominieren. Und er hat entschieden, wer wird jetzt nominiert werden. Der wird sich wahrscheinlich selber wahrscheinlich. Ja, das eigene Duo wird er schützen. Ach so, er kann sich schützen, ah. Ja, ich habe jetzt einfach mal ein Zweierteam nominiert. Keine Ahnung, also darauf geklickt. Oh, Ah doch, jetzt stehen wir hier vorne. Oh nein, jetzt. Bitte nicht. Müssen wir jetzt raus? Nee, jeder votet jetzt einmal und dann muss man einen rausschmeißen. Okay. Also jetzt wird richtig gevotet. Ich glaube, es gibt immer zwei Runden. Die erste Runde wird immer nominiert. Die zweite Runde, der Gewinner kann jemanden schützen. Hm. Und dann nach diesen zwei Runden mit Schützen und Nominieren, dann wird gevotet. Der eine schreibt, der will raus, dieser Jeffree Star. Ja, dann raus mit dir. All of the votes. Also alle Votes wurden irgendwie gemacht jetzt. Und von einem Vote von 4-0? Oh, Peace and I'm gonna lose. Oh nein. Die sind draußen. Die sind draußen. Okay, tschüss, ihr beiden. Tschüss. War schön mit euch. Naja. Okay. Das heißt, wir sind wenigstens noch in-game. Wie cool. Das Spiel hat das Finale erreicht. Also werden alle Duos jetzt auseinandergerissen. Viel Glück. Okay. Wir sind kein Duo mehr. Jetzt wird alleine gespielt weiter. Na gut, wir haben noch 4 Sekunden Zeit und gleich geht's los. Und dann müssen wir unser Können beweisen, um diese Hausparty hier zu gewinnen. House Party. Mal gucken. Also, du hast die letzte Leader Competition gewonnen, also musst du dieses Mal nicht mitmachen? Ja, nice! Oh mein Gott, was für ein Lucky. Und ihr müsst euch da abgerackern. Oh, was wie cool. Was muss ich denn machen? Oh Gott, keine Ahnung. Was muss ich denn hier überhaupt beachten? Da ist ein Tornado. Ja, ich sehe es. Und wir sind irgendwie so in so einer kleinen Welt. Ihr seid auf einer Farm und da ist einfach ein Tornado, der euch zu erwischen versucht, glaube ich. Oh mein Gott, der ist total zerschellt. Mit, gell? Guck ja. Mal, der hier wurde auch komplett mitgenommen. Oh, krass. Die oh, jetzt sitzen die neben mir. Ja, stimmt. Hey, ich kann sogar näher ran und zugucken. Okay, bitte trifft mich nicht, Tornado. Da sind noch 3 Leute jetzt in-game. Oh, er hat einen. Ich habe gesehen, die Stufe vom Tornado ist gerade erhöht worden. Die Ecken sind nicht mehr sicher, Roman. Die Ecken sind nicht mehr sicher? Nein, ich glaube nicht. Ja, er hat dich. Er hat dich. Ich oh, wusste Mann. Es. Mist. Ja, was willst du da machen? Du kannst ja nichts gegen machen. Das nee, so, echt nicht. So ein Spielmodus, wo du einfach nur warten kannst. Congratulations on winning. Take some time to... Also herzlichen Glückwunsch für das Gewinnen. Wir sollen uns jetzt einen kleinen Moment nehmen, um die Nominierten wieder zu machen. Nein, ich wurde nominiert. Wurdest du nominiert? Ich wurde nominiert. Oh nein. Oh, okay. Bitte nicht. Warum hat LOL denn mich nominiert? LOL, das ist nicht nett. Also oh, ihr Mann. Seid jetzt beide da drin nominiert. Ja, also kann ich jetzt rausfliegen. Ich glaube, jetzt kommt aber noch ein Minigame. Wenn wir das gewinnen, können wir schützen. Ah, okay, nice. Dann werden wir unser Bestes geben. Also, wir sollen versuchen, die Plattform hochzuspringen, während sie sich bewegen. Wenn wir fallen oder den Boden erreichen, werden wir das Ganze verlieren. Die Plattformen werden immer schneller mit der Zeit. Ja, okay, alles klar. Und der Letzte, der da noch steht, gewinnt das Spiel. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob man nach oben kommen muss. Die Plattformen werden immer schneller, haben die gesagt. Vielleicht gibt es gar kein richtiges oben. Nee, es gibt kein richtiges oben. Du musst einfach nur schnell hüpfen. Ja. Du musst die ganze Zeit einfach nur oben bleiben. Ja, und oben bleiben und die Plattformen werden schneller. Okay. Ja, momentan ist es noch easy. Bist du gerade runtergefallen, Izzy? Du hast gewonnen. Sag ich ja. Nice. Perfekt. Okay. Arizulino hat also jetzt ein Safe-Ticket. Das bedeutet, jetzt werden die Leute rausgekickt und ich kann auch rausgekickt werden. Und ich hoffe,
Das ist nicht passiert. So, es geht los, Leute. Eine Sekunde, null Sekunden. Und jetzt kommt es. Also der Winner, der jetzt sich gesichert hat, ist Aerosolino. Also Glückwunsch, Roman. Du kannst nicht rausfliegen. Und du darfst nochmal jemanden nominieren? Okay. Ich habe irgendwie nichts gedrückt. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Oh nein. I choose not to use my ability. Hä? Also was? Ah, ich habe mich nicht dagegen entschieden, jemanden zu beschützen. Okay. Oh, und jetzt wird jemand rausgevotet, so wie es aussieht. Oh nein. Okay, also. Wenn du jetzt die meisten Votes bekommst, dann wirst du eliminiert sein und versuche, die anderen zu überzeugen. Nicht für dich. Don't vote me. Hört auf mich zu voten. Okay, Freunde. Das muss ich nicht. Hä, ich hab gar kein Voting-Fenster bekommen. Vor allem halb in der Couch. Ich verstehe das auch nicht manchmal, wie hier gevotet wird. Na gut, wollen wir mal schauen. Ich hab gar kein Fenster bekommen. Also. Oh mein Gott, 2-1. 2-1 und wer fliegt raus? Easy, du wurdest rausgeworfen. Oh nein. Und ich bin ja schon Geister gerade. Ich bin ja gar nicht mehr zu sehen. Oh nein. Es ist jetzt Zeit für dich zu gehen. Oh, wer hat denn für mich gevotet? So eine Freya. Toll. Ja, danke schön. Das war so eine tolle Hausparty. Und jetzt muss ich von der Hausparty weggehen. Nur weil ich in dem einen Spiel nicht gut genug war. Oh nein. Aber das werden wir nochmal wiederholen. Und dann werden wir vielleicht diese Hausparty gewinnen. Da klatschen alle für uns, weil wir das so gut gemacht haben. Ja, ich fand auch, wir waren eigentlich gar nicht schlecht. Okay, Freunde, das war's mit unserer heutigen Runde hier auf der Hausparty. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns natürlich morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Bis dahin euch allen noch einen fantastischen Tag. Schaut bei Roman vorbei und hasta la pasta. Tschüss.